Mein Name ist Klaus Unbruck, ich bin von Beruf Kinderkrankenpfleger und schreibe aber schon seit 1981 Bücher, die auch schon inzwischen veröffentlicht wurden. Und ich versuche mich gerade selbstständig zu machen im Bereich Film und Hörspiele. Das war damals ein Film, den ich gesehen habe, der hieß Victoria. Und da war ich so 17, der Film, den fand ich ganz gut, aber das Ende gefiel mir nicht und da habe ich überlegt, das geht auch anders und dann bin ich angefangen zu schreiben, so eine ähnliche Geschichte wie in dem Film. Und ja, das hat mich irgendwie inspiriert, dann einfach weiterzumachen. Das ist ganz unterschiedlich. Für meine Bücher lese ich, ja, ich lese recht viel andere Geschichten. Ich lese Zeitungen und manchmal sind interessante Berichte dabei, wo ich denke, oh, daraus könnte man vielleicht einen Roman machen oder auch einen Krimi. Und ja, viele Ideen kommen auch von meinen Kollegen an der Arbeitsstelle. Gerade wenn ich so nicht weiß, wie es im Buch weitergehen soll, dann erzähle ich denen davon und dann haben die manchmal so eine gute Idee, dass ich da ja, so ein bisschen die Ideen übernehme. Oh, der Unterschied ist ein ganz gravierender. Bei Filmen ist es so, also fürs Drehbuch, dass man das Ganze ja visuell darstellen kann. Das heißt, jeder, der hinterher den Film guckt, sieht ja genau das, was der Nachbar auch sieht. Beim Hörspiel ist es etwas anders, weil man dann auf sein Ohr ja, minimiert ist, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend muss man natürlich ein Hörspiel ganz anders angehen. Also man hat keine visuellen Effekte, man hat nur Audio-Effekte und vieles wird da mit Geräuschen und mit spannender Musik unterlegt. Und ja, so ein Hörspiel ist von den Dialogen her auch ein bisschen anders, weil man muss dem Zuhörer erklären, wo man gerade ist, was passiert und das muss in Dialoge verpackt werden. Das ist beim Film ein bisschen anders, weil da sieht man ja, wenn einer zur Tür reinkommt und was er dann macht. Ja, selber erlebt will ich nicht sagen. Also was mir ein paar Mal hinterher aufgefallen ist, dass ich Sachen erzählt habe, die danach passiert sind. Ob ich dann mehr darauf geachtet habe, weiß ich nicht. Aber es waren bei 2, 3 Büchern war es dann wirklich so, dass hinterher Sachen eingetreten sind, die ich schon vorher im Roman beschrieben habe. Und das ist natürlich, ja, ist schon ein bisschen krass. Also das war bei einem Buch, war das ganz interessant, da gab es, oder da habe ich geschrieben, dass ein alter Bunker gefunden wurde bei Umbauarbeiten zu einer Straße. Und tatsächlich ein halbes Jahr später wurde ein alter Bunker wiederentdeckt, ganz hier in der Nähe. Und den Artikel habe ich mir auch ausgeschnitten und gedacht, boah, hast du was erzählt, was wirklich mal irgendwann eingetreten ist, ja. Charaktere. Ja, man muss sich sehr mit den Charakteren beschäftigen. Es ist so, man drängt die Charaktere in Geschichten in gewisse Situationen, wo man merkt, da wollen die eigentlich gar nicht rein. Und wenn man sich zu wenig mit den Charakteren befasst hat im Vorhinein, dann versteht man nicht, warum das so ist. Und man muss nochmal ganz an den Anfang der Geschichte gehen und nochmal fragen, warum machst du das jetzt gerade nicht, was ich von dir verlange in der Geschichte. Es klingt auch immer so ein bisschen komisch. Einerseits bin ich ja auch Krankenpfleger und arbeite im normalen Leben, habe Familie und dann begibt man sich dann am Computer wieder in eine ganz andere Welt, in eine andere Geschichte. Und da gelten auf einmal ganz andere Gesetze und man muss sich in diesen Charakter reinversetzen können, um zu wissen, wie er in gewissen Situationen reagiert. Oh, das Schwierigste am Bücherschreiben, viele sagen, das ist die erste Seite. Das Schwierigste finde ich immer, geeignete Charaktere zu finden. Nicht zu viele, einen Hauptcharakter. Und den erstmal überhaupt auszuarbeiten. Weil meistens habe ich eine Idee, was im Buch passieren soll, also den sogenannten Plot. Und dann muss ich aber den Charakter so eigentlich vorbereiten, dass er da auch
durch die Geschichte geht. Und ich möchte nicht so Charaktere erfinden wie James Bond, die sie wirklich alles können, von Rakete starten, über Hubschrauber fliegen, sondern ich möchte eher Charaktere schaffen, wo der Zuschauer auch meint, oh, das könnte mein Nachbar sein oder das könnte auch ich selber sein. Das könnte so passiert sein. Und ich glaube, damit holt man die Leser am besten in die Bücher rein. Dass man Leute erfindet und die durch ein Buch begleitet, wo man hinterher sagt, das klingt so, als hätte es wirklich passieren können. Es sind so Menschen aus dem wahren Leben und natürlich als Krankenpfleger, ich habe viele Patienten, die mir dann Geschichten erzählen, wo ich dann manchmal denke, boah, das klingt jetzt wie ein Krimi, das ist klasse, das müsste man eigentlich sofort festhalten und verfilmen oder als Hörspiel rausgeben. Und ja, manchmal passiert das dann auch. Speziell nur Bücher zu schreiben? Nein. weil das Bücherschreiben ist relativ einsam. Man sitzt zu Hause, früher sagte man, man sitzt in seiner Kemenate und lässt dann die Inspiration auf sich wirken. Das ist mir inzwischen zu einsam. Es macht viel mehr Spaß, in Gruppen zu schreiben. Das merke ich gerade, wenn ich mit Jugendlichen zusammenarbeite. Geschichten zu entwickeln, diese auch während des Drehs vielleicht nochmal umzuändern, Dialoge mit denen zu schreiben. Also nur Bücher schreiben wäre mir zu einsam. Diese ganze Materie drumherum. Wir hatten letztens eine Musical-Premiere im Theater in Coesfeld und da waren über 50 Leute beteiligt, von Musikern über Schauspieler, über Backstage. Das war ein Riesending und da komme ich mir so vor wie so ein Dirigent, der so ein Orchester dann dirigiert. Und bin hinterher wirklich nach der Premiere bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, was hast du da angerichtet? Das war so super. Und das hast du nicht, wenn du nur zu Hause Bücher schreibst.